die Frage, ob es übersinnliche Phänomene tatsächlich gibt, hat bestimmt jeden schon mal beschäftigt. Auch die Wissenschaft. Ja? In Freiburg gab es mal einen Lehrstuhl für Parapsychologie. Aber ich bin auch sicher, dass wir hier sensationell begabte Medien im Publikum haben. Deswegen, ich würde sagen, alle Damen heute hier im Publikum, die mit männlicher Begleitung da sind, stehen Sie bitte mal auf. So, damit sicher ist, dass ich nichts heimlich abgesprochen habe, werde ich mein Medium per Zufallsgenerator aussuchen. Ich werde diesen Ziegelstein ins Publikum werfen. Nein, der ist aus Schaumstoff. Keine Angst, ja? Sie werfen ihn weiter und weiter und die dritte Person, die ihn fängt, gibt ihn zur nächstgelegenen Dame weiter. Okay? Also, ohne zu schauen. Eins, zwei, direkter Pass. Ah, nee, zwei. Und noch einmal bitte. Drei. Ja, eindeutig, das sind aber Sie gewesen. So, darf ich, genau, Sie sind jetzt zufällig ausgewählt. Sie wussten nicht, dass Sie drankommen würden, nehme ich an. Wie ist bitte Ihr Name? Angelika. Angelika. Ich teste jetzt, ob Sie übersinnliche Fähigkeiten besitzen. Ich werde versuchen, Angelika, Ihnen mental ein Wort zu übermitteln. Versuchen Sie an nichts zu denken. Das ist die höchste Kunst im Buddhismus. So, Achtung, ich werde es Ihnen jetzt übersenden. Angelika, antworten Sie laut und deutlich nur mit Ja oder Nein. Wissen Sie, welches Wort hier vorne drauf steht? Leider nein. Richtig! Wahnsinn! Wahnsinn! Sie hat's drauf. Angelika, kommen Sie vor und bringen Sie Ihren Mann gleich mit. Super. Hallo Angelika, freut mich sehr. Bitte auf diese Seite. Hallo, wie ist Ihr Name? Stefan. Stefan, wussten Sie, was Sie wirklich für ein tolles Talent da zu Hause haben? Ja, ist wirklich beeindruckend, Angelika. Ja. Ja, sehr gut. Also, um jetzt die Telepathie zu testen, habe ich Testkarten mitgebracht. Stefan, Sie dürfen sich die anschauen. Das sind einfache Karten mit einfachen Symbolen, leicht zu beschreiben, leicht zu malen. Sind die alle unterschiedlich? Ja. Genau. Angelika, in dieser Tüte ist niemand drin. Nee. Blickdicht. Ja, perfekt. Die Karten kommen in die Tüte hinein. Greifen Sie herein. Ich gucke weg. Schauen Sie sich die Karte an. Halten Sie die Tüte in den Rücken. Beschreiben Sie das, was Sie auf der Karte sehen, nur in Ihren Gedanken. Eine Sonne. Zeigen Sie es uns. Eine Sonne. Sehr gut. Sie sollen jetzt rauskriegen, was er denkt, okay? Bitte stellen Sie sich hier drüben hin. Perfekt. Schließen Sie Ihre Augen, sich zum Publikum drehen. Perfekt, so. Schließen Sie Ihre Augen und halten Sie sich die Ohren zu, Angelika. Richtig, mit den Fingern richtig fest zuhalten, dass da nichts rein kann. Bitte nehmen Sie eine Karte heraus, nur eine Karte. Schauen Sie sich die Karte an, zeigen Sie sie mir nicht. Ich werde jetzt versuchen, den Gedanken zu Angelika herüber zu transportieren. Beschreiben Sie das, was Sie auf der Karte sehen, nur in Ihren Gedanken, okay? Nur in Gedanken. Ja, vielleicht gelingt es mir, den Gedanken hier rüber zu transportieren. Und er kommt bei Angelika an. Angelika, haben Sie irgendeine Idee, was er denkt? Er fühlt sich wie ein Stern. Wie ein Stern? Zeigen Sie es uns. Ein Stern! Super gemacht! Ganz toll! Vielen Dank, Herr Kuhn!